Jo, herzlich willkommen zurück. Und jo, dann müssen wir mal gucken hier. Den Abschluss für die goldene Ära. So schnell geht's dann doch schon. Normandie möchte ich aber nicht mit Slicks fahren. Da brauchen wir mal einen Satz normale Reifen. Jo, und dann schauen wir uns das mal an hier mit dem Gewinnerwagen da. Das dürfte ja eigentlich gehen. Nicht? Ja, nur der 3-0er oder der 3-3er. Ach du Scheiße. Oh Mann. Muss ich mir den echt zulegen, ne? Na, dann hole ich mir doch aber lieber den 3-0er gebraucht. Repariere den. Ja, kostet auch ein bisschen Asche, aber nicht so viel. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Na, das kann ja was werden. Fiberglas-Kotflügel hat er schon. So. Also Türen und Haube bei. Haben wir das schon mal weg. Domstrebe reinsetzen. Federung, Stoßdämpfer. Eieieiei. Ja, das kann ja was werden. Weil das war immer so der größte Hass früher, Hassliebe. Der geht zwar total ab, aber. Oh, noch nicht eingebaut. Standardfederung, Standardstoßdämpfer erstmal weg. Gottes Willen, was mache ich denn hier? Rein damit. Semi-Rennbremsen. Der könnte eigentlich mehr das Getriebe für hohe Geschwindigkeit gebrauchen. Die Rennbremsen, Getriebe für hohe Geschwindigkeit, alles mal erstmal zurechtklicken müssen hier. Dieser Wagen, der ist richtig krank. Großes Drosselklappengehäuse und ich glaube, mittleres Auspuffsystem lässt sich dann auch auswechseln. Ich habe hier irgendwie noch nicht umgerüstet, ne? Doch, habe ich. Was habe ich denn da für interessante Teile übrig? Ich war voll durcheinander hier. Wie hier. So. Drei. 3 Liter Motor-Upgrade, das lasse ich mal lieber. Turbo-Kit-Stufe 3, Höchstleistungsauspuffsystem. Kaltluftansaugsystem. Großleistungsauspuffsystem. Achso, das habe ich schon auf der Liste. Eieieiei. Leistungsluftfilter. Das ist schon mit dem Ansaug Luftsystem erledigt. Egal. 50% Ladeluftgilder, super leichte Schwungscheibe. Großes Drosselklappengehäuse, weiß ich nicht, hat er das schon nicht schon drin gehabt? Also da wird es ein bisschen unübersichtlich hier mit diesem ganzen Getune. Finde ich nicht so geil. Dann aus heutiger Sicht. Ja, großes Drosselklappengehäuse da nämlich schon drin. Ich wage es zu bezweifeln, dass ich den
mit nochmal 0,3 Liter mehr Hubraum unbedingt brauche, weil der geht sowieso sowas von ab. Also diese Kiste ist wirklich einfach krank. So, normaler Reifen sind drauf. Okay, wenn wir uns das wirklich trauen, Halleluja, auf geht's. Geht die Kohle dann auch wieder zur Neige da im Spiel? Oh Gott. Also spätestens jetzt fordert's mal richtig können, ja? 3, 2, 1, los! Oh, man sieht es ja auch bei der KI, ne? Qualm, 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 qualm. Der hört einfach nicht auf durchzudrehen hier. Na, mal sehen. Diese kranke Kiste hier. Turbo pfeift auch, wie man hört. Also ich höre ihn auf jeden Fall jedenfalls auf Kopfhörern hier. Der ist schon echt böse. Die meinen hier noch irgendwie einen Bremser machen zu müssen. Also hier muss man echt richtig viel mit Gas und Bremse spielen, hat man verloren mit dem Wagen. Seht ihr, er fliegt ordentlich und alles drum und dran hier. Wenn man hier nicht auf Zack ist, dann, ja, hat man hier verloren. Oh Gott, ey. Pick. Erstmal das Schild von der Straße gepickt, ja. Boah, der fliegt, ey. Gespannt, wie das ausgeht, ob ich das jetzt gleich beim ersten Mal schaffe, dieses Turnier. Das ist echt ein schwieriges Ding hier. Oh yeah, und jetzt fliegt der aber richtig. Wow. Oh, diese Sacknase, der zieht einfach raus, ey. Gut, oh, das erste Rennen, wie es aussieht, schaffen wir auf dem ersten Platz. Über 220 und der zieht und zieht und zieht und zieht. Dann kommen die Kurven hier, da muss man vorsichtig sein. Dann ist man nämlich weg vom Fenster. Das ist echt eine kranke Bude hier. 200 km/h und der Turbo pfeift und er zieht und zieht und zieht, ey. Junge, Junge, Junge. Sagenhaft. Du hast das Rennen gewonnen. Ja, speichere ich mir unter krank 911 1. Anderes fällt mir dazu nicht ein. So, was haben wir jetzt für eine Strecke vor uns? Industrielle Zone, ja geil, ey. Oh Mann. Ja. Dann mal kurz reparieren hier. Und gleich weiter. Jetzt wird's brutal hier. Drei,
3, 2, 1, los! Er schaltet hoch und dreht durch, das ist krank. Einfach nur krank. Zack, 200 km/h. 260 Klamotten, ey. Lecco mio. Also 3DFX ist noch immer noch für, auch für dicke Rechner immer noch eine Nummer irgendwo. Verwundert mich, dass ich nicht mehr als 60 FPS haben kann mit DG Voodoo, aber gut, was soll's. Das reicht ja für das Spiel. Es läuft ja vernünftig. Hier wird er wahrscheinlich gleich richtig böse fliegen. Hüpf. Oh Mann. Aber echt schadensfrei bisher hin. Das gefällt mir. Oh, 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 oh. Muss man auch echt viel in die Eisen gehen. Sonst hätte man hier echt krass verloren. Schon ein bisschen zu mutig, sonst hätte ich mir die Schäden da gerade sparen können. Aber man ist auch immer geneigt, den Wagen auszufahren. Ne? Da muss man noch mal ein bisschen was riskieren. Ja, zum Glück nach der Ziellinie juckt das alles nicht mehr. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Zweihändiges Mal. So, bis hierhin lief es ja echt doch ganz gut. Das kann man auch ganz böse verkacken. Das ist mir früher immer passiert. Aber man hat es trotzdem immer wieder reingepackt und gerne gespielt. René. Drei, zwei, eins, los!
Oh doch, das lief aber gut. Ungeplant gut. Damit kann ich leben. Schön um die Kurve geslidet mit dem Arsch. Die Nummer auch geschafft hier. Damn, holy shit. Sogar ohne Schäden, ernsthaft. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Da bin ich mit dem RS aber schon mal schöner gefahren. Von der Zeit her. Woran auch immer das jetzt gelegen hat. Oh, Schwarzwald. Oh, ist die letzte, oder? Ja. Ja, umso besser. Dann ab dafür. Gleich weg damit. Dann habe ich es hinter mir. Gleich wieder alle am Arsch kleben. Naja, schadenfrei ist ja auch schon mal was, das überstanden zu haben. Also bis hierhin. Wow, 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 wow. Das habe ich eben wieder vor der Nase, ne? Das war ja klar mit dem Schnitzer eben. Aber das erlaubst du dir nicht mehr lange.
Dylan. Wie Bob Dylan, oder? Wie ist der Bob Dylan? Ich weiß es nicht. Egal. Oh Gott. Genau das meine ich. Dieser Wagen ist einfach ätzend. Ein Wunder, dass mir das jetzt passiert. Aber eben auf dem letzten Stück Schwarzwald hier. Da geht einem so schnell richtig komplett der Arsch. Fahren wir noch in die Seite, du Pfeife, ey. Ach je. Natürlich nicht mehr im ersten Platz hier. Aber Schwarzwald ist halt auch nicht so meine Strecke. Insofern kann ich das hinnehmen. Ich dann den zweiten mache. Du bist auf dem zweiten Platz. Jo. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Das gab schön Kohle. Und jetzt ab dafür. Ah, je. Yeah. Du hast die Gold-Serie abgeschlossen. Jawohl. Weiter mit der Modern-Serie. Sehr schön. Hat das geschafft? Hat das geklappt? Hier habe ich das geschafft. Gleich mit einmal. Das freut mich. Jojo. Schön gemacht, ne? Jo, jetzt kommt die Nummer mit Moby Dick. Das nehmen wir natürlich an, aber da sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Kriege ich ihn oder kriege ich ihn nicht? Wollen tun wir ihn. Bis dann.